Durch den Techniker habe ich einfach die Möglichkeiten, danach mehr Sachen zu machen, wie Projektmanagement, eigene Projekte planen, kreieren, mit aufbauen. Das einfach irgendwie studierten Leuten zum Beispiel einfach überlassen wird. Die Schule war für mich die richtige Wahl, nachdem ich zum Beispiel im Fernstudium, wo ich für mich alleine bin, nicht so wirklich die Begeisterung aufbringen kann, mich wirklich immer hinzuhocken und zu lernen. Und wenn man hier so in der Klasse ist mit der Gemeinschaft, man hat doch immer wieder eine Person, die dann mal einem sagen kann, hey, lernen wir zusammen, oder man kann sich gegenseitig einfach motivieren. Das hat man nicht, wenn man im E-Learning oder im Fernlehrgang ist. Es gibt bestimmt Leute, die das lieber mögen, die für sich selber erfolgreicher sind im Lernen, aber ich bin einfach der Teammensch. Mich treibt an, den Schülern Wissen beizubringen in dem Thema, was mir auch selber Spaß macht. Ein Kernthema, was ich den Schülern aktuell weitergebe, was mich seit einiger Zeit beschäftigt, ist das Thema Industrie 4.0. Da geht es um Embedded Devices, um Softwareentwicklung, um Open-Source-Systeme, Linux-Systeme, um die Vernetzung dieser einzelnen Komponenten. Das heißt, die Schüler lernen nicht nur einzelne Komponenten kennen, sondern sie sind in der Lage, danach diese Komponenten auch auszuwählen und übergreifend einzusetzen. Das heißt, für die Industrie Lösungen zu erarbeiten.